Weil bei der Hypovereinsbank, da gibt's kein Kleingeld, Digga. Und all das nur, weil ich die mit Abstand geilste Bank ever hab, Digga. Kennt ihr das, wenn ihr euch so ein bisschen mittig hinstellt, wenn man das halt so macht und dann stellt sich rechts neben euch einfach ein Roller? Hallo und guten Morgen an meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Wie geht's euch heute so an diesem wunderschönen Tag? Ich hoffe, dass es euch sehr viel besser geht als mir. Ich habe heute vor, über etwas zu reden, und zwar über meine Bank. Ich liebe meine Bank über alles. Vor allem, als ich vor einem Monat oder so meinen Brief bekommen habe, dass ich doch bitte anfangen soll, meine 5 Euro Kontoführungsgebühren im Monat zu zahlen. Wo ich mir auch denke, wofür, wenn ich fragen darf? Dafür, dass ich nicht mein gesamtes Geld von meinem Konto abheben darf, soll ich jetzt nochmal 5 Euro im Monat zahlen? Ganz kritisches Ding, meine Kollegen bei der Bank. Ah, okay. Komm, schiebe ich denen nochmal ein bisschen mehr Geld in den Arsch. Haben ja eh nicht genug. Dann dachte ich mir aber auch, hey, wenn ich diese 5 Euro im Monat bezahle, also ihr kriegt von mir jeden Monat 5 Euro fürs einfach nichts tun, dafür, dass ihr existiert und dafür, dass ihr Filialen zur Verfügung stellt, wo man sein Geld bargeldlos abheben kann, wo man seine Kontoauszüge ausdrucken kann, wo man zu einem Schalter gehen kann, wenn man Fragen hat. Und an solchen Schaltern kann man auch immer Geld einzahlen auf sein Konto. Das ist extremst praktisch, muss ich sagen. Also vorausgesetzt, man hat Scheine. Weil bei der Hypovereinsbank, da gibt es kein Kleingeld, Digga. Also ihr kennt es bestimmt, wenn ihr Kunde bei irgendeiner anderen Bank auf dieser Welt seid, außer bei der Hypovereinsbank, dass es so Automaten gibt, wo man Kleingeld reinschmeißen kann und dann wird das Kleingeld aufs Konto gebucht. Kennt ihr das? Wie gesagt, falls ihr Kunde bei irgendeiner anderen Bank seid, außer bei der Hypo, dann kennt ihr das bestimmt. Aber wir von der Hypo, nee, Digga. Erstmal, wir haben, glaube ich, in ganz München 3 Filialen oder so zur Auswahl, wo man hingehen kann, weil alles andere zugemacht wurde. Und dein Kleingeld hast halt Pech gehabt, Digga. Dann gehe ich zum Schalter, frag nach, kann ich bei Ihnen mein Geld abgeben? Mein Kleingeld würde ich gerne einzahlen. Ja, bis zu 50 Münzen. Was sind 50 Münzen, Digga? Ich habe zu Hause, ich glaube, ich habe nachgezählt, ich habe fast 700 Euro in Kleingeld, weil das ist halt das bisschen Trinkgeld, was ich von meiner Arbeit bekomme. Und meistens, wenn man einkaufen geht, dann schmeißt man halt das Kleingeld da einfach rein in die Flasche und fertig. Dann habe ich der Frau das erklärt. Das sind mehr als 50 Münzen. Das sind 700 Euro in Kleingeld. Oh, ja, dann müssen Sie mir das Geld gerollt bringen. Ich muss jetzt also mein Geld zu Hause selber rollen und dann zur Bank rennen, damit sie es mir einzahlen kann aufs Konto. Anstatt wie jede andere normale Bank auf dieser Welt einen Automaten hinzustellen, in den dein Geld reinwirfst und erst für dich zählt. Dann war mein nächster Plan, geh doch zur Bundesbank, Digga. Weil die nimmt alles an, die nimmt, glaube ich, sogar D-Mark und sowas an. Habe ich auch 2-3 Mal gemacht. Alles ultra chillig, Digga. Gehst hin, gibst deinen Beutel da ab mit Kleingeld, er wirft in diesen Automaten rein. Sagt dir so und so viel Euro, gibst dir in Scheinen, auf Wiedersehen, so wie es sich gehört für eine Bank. So, wie wir alle wissen, aktuell Öffnungszeiten und Service ist schwer, würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Also, was hat sich der schlaue Daniel überlegt? Hey, ruf doch bei der Bundesbank an und frag ganz nett nach, wie es aussieht mit Öffnungszeiten, ob man sein Kleingeld eintauschen kann. Gut, mache ich gestern, geht natürlich nicht, man braucht einen Termin. Und einen negativen Test und all das, was man heutzutage halt braucht, um normal einkaufen gehen zu können. Gut, habe ich auch kein Problem damit. Dann gehe ich auf deren Seite, um einen Termin auszumachen. Der nächste Termin ist Ende Mai. Wir haben den 24. April. Die sind für den ganzen nächsten Monat ausgebucht. Willst du mich komplett rollen, Digga? Da denke ich mir halt jetzt nur so, was soll ich mit meinem Kleingeld machen? Jetzt habe ich einfach Pech gehabt. So, ich habe 700 Euro in Cash zu Hause. Ja. Gut, kannst halt nicht viel anfangen damit. Und all das nur, weil ich die mit Abstand geilste Bank ever hab, Digga. Ich hab das einem Kollegen gesagt, mein Problem, hat gesagt, gib mir einfach das Kleingeld, ich weiß, wo bei der Stadtsparkasse ein Kleingeldautomat ist. Natürlich weißt du das, Digga. Ihr habt auch gefühlt 20 Filialen in der Stadt und wahrscheinlich hat jede zweite diesen Kleingeldzähler. Das musst du jetzt raus, Digga. Was macht denn der Porsche da vorne? Kennt ihr das, wenn ihr euch so ein bisschen mittig hinstellt, wenn man das halt so macht? Und dann stellt sich rechts neben euch einfach ein Roller. Das ist ganz bitter. Das ist gerade ganz unangenehm, Digga. Will ich warten? Nee, Mann, echt nicht. Naja, das war alles YouTube. Ich wollte das nun wirklich aus meinem System jetzt rausbekommen, Digga. Das hat mich so abgefuckt, meine Bank. Größter Schrott, wo ich da gelandet bin, Mann. Naja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt mir gesund und yalla.